Einen wunderschönen guten Abend zur ersten Pressekonferenz nach dem Spiel des TBV Lemgo Lippe gegen die HSC 2000 Coburg. Das Spiel in der Halbzeit lautete 14-13, der Spielstand, der Endstand 33-26. 1000 Zuschauer sahen in der Phoenix Kontakte Arena heute das Spiel. Und ich begrüße den Gästetrainer Alois Merz und unseren Trainer Florian Kammann. Herr Merz, wir freuen uns auf Ihre Analyse zum Spiel. Dankeschön. Erstmal Glückwunsch an Lemgo und Flo zum zwei verdienten Punkten. Und ja, wir haben ein bisschen ängstlich angefangen. Ich habe ein bisschen mehr Mut zum Tor vermisst, wo wir halt nicht in die Tiefe gegangen sind. Aber dann konnten wir das sehr gut wieder abfangen und haben das Spiel ausgeglichen. Dann ging das eigentlich dann ganze erste Halbzeit so. Konstant im Poltrum natürlich war dann im Tor und hat man gemerkt, dass er einen guten Tag hat, und das hat uns heute sehr gut gestützt. Ja, und dann, wie gesagt, hatten wir ausgeglichenes Spiel bis zum 46., 48. Minute, wo wir dann ein bisschen unseren Rhythmus verlieren. Wir machen zu viel technische Fehler hintereinander und Lemgo natürlich hat das ausgekontert. Und in ein paar Minuten sind schnell abgesprungen. Von daher war das dann schwer, die letzten 10 Minuten dagegen zu halten. Haben wir dann noch manche Fehler gemacht, die wir normalerweise nicht machen dürfen. Und von daher war das dann am Ende deutlicher Sieg für Lemgo. Danke, Alois Merz. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und nun deine Sicht bitte auf das Spiel. Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, es war heute wirklich das erwartet zähe Spiel. Ich glaube, wir waren gut vorbereitet auf Coburg. Wir wussten auch, dass sie immer noch mit breiter Brust als Aufsteiger mit viel Selbstvertrauen spielen. Sie haben am Anfang, glaube ich, und das hat Alois gerade schon gesagt, so diesen Respekt gehabt bis zum 7-3. Dann kam der Torhüterwechsel und dann haben wir einfach nicht mehr konsequent abgeschlossen, haben in der Abwehr vielleicht diesen halben Schritt zu wenig gemacht, um Druck auf den Angriff zu machen, um sie zu Fehlern zu zwingen und damit auch Coburg ins Spiel geholt und ihnen auch vor allem dieses Selbstvertrauen gegeben. Und das ist dann bei einer Mannschaft, die aufgestiegen ist, dann kommen dann die Automatismen, und damit haben sie uns wirklich vor viele Aufgaben gestellt. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit direkt 2-3 freie Chancen liegen lassen, waren dann mit einem hinten. Was aber dann passiert ist, das war wirklich, wirklich super. Wir haben dann unsere Automatismen greifen lassen, gerade in der Abwehrarbeit. Wir haben vom 20-20 auf 29-22 gestellt mit einem 9-2-Lauf und damit das Spiel dann entschieden. Dass es nachher am Ende mit 7 Toren ausgeht, ist vielleicht sogar aufgrund der Leistung von Coburg ein bisschen hoch. Trotzdem spricht das auch dafür, dass wir dann immer Wagen haben und die dann auch konsequent bestraft haben. Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, weil ich weiß, wie schwer das nach so einer langen Pause ist, wie schwer auch diese Ungewissheit dann ist, vor einer kleineren Kulisse zu spielen, gegen einen Aufsteiger, mit dem Druck auch das Spiel gewinnen zu müssen. Und deswegen freue ich mich. Ich glaube, man muss auch sagen, wir hatten heute Mittag dann 2 kurzfristige Ausfälle mit André Kogut und Marcel Timm. Ich finde, Linus Geis und Michael Reitemann haben das heute wirklich sehr gut gemacht. Und das ist der nächste Schritt hin zu einer Bundesligamannschaft für die beiden. Und jetzt können sie sich schütteln und sollen am Wochenende dann auch in der dritten Liga gut starten. Aber das hat mir Spaß gemacht. Und abschließend, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, vor den 1000 Zuschauern zu spielen. Ich muss schon sagen, es war sehr, sehr laut dafür, dass nur 1000 Leute rein durften. Und da wirklich ein Riesenkompliment an jeden, der da war, das auch in dieser Zeit auf sich genommen hat. Und das werden wir in jedem Spiel, in jedem Heimspiel brauchen, diese Unterstützung. Und ich hoffe, dass wir noch tolle Handballfeste feiern können. Danke. Danke, Florian. Da gehen wir ganz was von aus. Ich schau mal, sind da Fragen vielleicht? Das ist nicht der Fall. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit, wünschen unseren Gästen eine sichere, gute Heimfahrt nach Coburg und wünschen allen noch einen schönen Abend. Dankeschön.